Ja, ich heiße Schale und unser Projekt heißt Von unten nach oben. Das ist ein Theaterstück. Es spielt eine Familie, eine heruntergekommene Familie. Zwei Jungs, die berühmt werden wollen, berühmte Rapper werden wollen. Die Mutter ist krank, stark alkohol- und drogenabhängig, möchten ein bisschen Geld verdienen und die Mutter behandeln lassen, damit sie wieder ein normales Leben führt. Das ist dann im Stück, also so, darum geht's. Und warum hast du dieses Projekt gemacht? Was gab es für einen Grund? Was gab es für einen Grund? Ich bin eigentlich auf dieses Projekt gekommen. Die Idee stammte von meinem Sohn. Er rappt selber gerne und hat sich die Geschichte ausgedacht. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist eine super tolle Geschichte. Da können wir ein Theaterstück draus machen. Sehr schön. Und was glaubst du, was nehmen die Kinder mit, wenn sie dieses Spiel proben, üben, aufführen? Die Kinder nehmen mit Verantwortung gegenüber den anderen. Also soweit ich jetzt gesehen habe, ja, Verantwortungsbewusstsein. Wir sind jetzt eine Gruppe, wir gehören zusammen. Das nehmen sie mit. Ja, und sehr viel Spaß hatten wir bei den Dreharbeiten, bei den Proben. Und warum probt ihr das in einer Moschee? Weil wir die Atmosphäre so gut finden hier in dieser Moschee. Und weil wir auch kurzfristig jetzt nicht keinen Platz gefunden haben, hauptsächlich. Ja. Aber die Atmosphäre ist auch sehr schön hier. Davor hatten wir woanders immer geprobt. Und durch das, dass die Jugendlichen keine Zeit hatten wegen Schule, Beruf und Studium, haben wir jetzt kurzfristig die Moschee bekommen, dass wir hier täglich proben können. Also wie lief das mit den Proben ab? Ich habe gehört, ihr seid jetzt seit einer Woche hier. Ja, also seit einer Woche proben wir intensiv, täglich 2-3 Stunden. Und jetzt am letzten Tag, Aufnahme, Auftritt hoffentlich. Und wo wird dann der große Auftritt stattfinden? Also es wird wieder in einer Moschee sein, in einem Veranstaltungsraum von einer Moschee mit Jugendwohnheim. Da werden wir auftreten, also es wird ein großer Auftritt. Mhm. Ja. Und wo ist es da? Das ist in Herrenberg, Kreis Böblingen. Und genau einen Termin haben wir eigentlich nicht, aber wahrscheinlich in den Weihnachtsferien, also kurz vor Weihnachten. Mhm. Und wer kommt da? Was ist das für ein Publikum? Also hauptsächlich Jugendliche. Die halt großes Interesse zeigen, Rap und einfach diese Theatergeschichten und so. Also hauptsächlich Jugendliche. Also ich heiße wirklich Ismail, im Stück heiße ich Alper. Also ich bin der große Bruder von ihm. Wir sind beide, wir leben halt Armut sozusagen mit der Mutter. Der Vater ist abgehauen in die Heimat. Und wir beide leben halt, wir drei, also die Mutter, er und ich, wir leben in einem Haus. Und wir wollen halt Rapper werden, also erfolgreiche. Und wir sind halt sehr schlecht in der Schule, wir kommen jeden Tag zu spät. Und deswegen werden wir auch von den allen anderen gemobbt. Von den Mädels und so, von den Lehrern werden wir auch ein bisschen schlecht behandelt. Ja, und dann entdeckt jemand unser Talent, also eine Managerin, und will uns dann groß rausbringen. Und am Ende sind wir dann Großstars, also sind wir dann Stars. Also deswegen heißt es auch von unten nach oben. Also von unten, also von ganz unten, vom Armut zum Stars.